Ich bin Dominik Santl, fünffacher Kickbox-Weltmeister und ich verteidige meinen WM-Titel am 1.7.2023 im Zirkus Krone. Dominik Santl! Ja, zum letzten Kampf, also jeder hat es gesehen, ne? War ziemlich eine harte Nummer. Klar, das ist für niemanden schön, wenn man runtergehen muss, ne? Da ist man ein bisschen verwirrt in dem Moment, nicht ganz bei sich. Und da hat er mich gut erwischt. Und dann bin ich halt runtergegangen. Du bist dann unten, 3000 Leute sind in der Halle, deine Familie, deine Freunde, alle sind da. Und du denkst dir dann, okay, was machst du jetzt? Ne? Bleibst liegen oder stehst auf. Und natürlich, wenn man Herz hat und Wille hat, dann steht man nochmal auf, probiert es nochmal. Dann kam das zweite Mal, hat auch nicht geklappt. Ja, war richtig, war ausgeladen. Nicht mitschlagen. Okay, dann kam die Rundenpause und das war für mich so ein Zeichen. Warum kommt jetzt die Rundenpause? Ich bin in die Rundenpause gegangen und dachte mir, warum ist es jetzt so, dass jetzt die Rundenpause kommt? Dann dachte ich, okay, jetzt muss ich weitermachen, das ist so. Und dann habe ich es gedreht in der dritten Runde. Das war ein geiler Moment, ja. Das hat der Italiener mal am Seil. Das hat er. Was für eine Schlacht. Was für eine Runde. Wahnsinn. Fabio Gianelli ist zu Filipovic gegangen, hat gesagt, Rippe ist durch. Sieger durch Aufgabe des Gegners durch TKO in der dritten Runde, Dominik Santl! Wenn man schaut, die ganzen großen Champions, die sind immer wieder aufgestanden und nur deswegen sind die auch Champions. Also ab einem gewissen Level, da gewinnt nur der, der das eine kleine Detail mehr hat. Ne? Ich hatte den Willen einfach, ich wollte nicht verlieren. Ich hasse verlieren. Ne? Wir gehen hier bis zum Schluss, so weit wie es geht. Und genauso war es. Sergei Lutschenko! Er ist sehr erfahren auf jeden Fall, hat viele Kämpfe, hat gegen viele starke Leute auch schon gekämpft. Ich denke, es passt von allein vom Stil her gut zusammen. Das Knie hat gesessen. Also nach letztem Mal muss ich eigentlich nicht groß reden, was die Leute erwarten können. Die wissen, wenn ich komme, dann komme ich richtig zu 100% und dann setze ich alles in den Sieg. Und egal, was da kommt, marschieren wir da vorwärts. Sehr geil, ich freue mich auf den Kampf, bereite dich gut vor, das wird gut. Prost.